Im Sommer 1944 tritt der Zweite Weltkrieg in seine letzte Phase. Die Menschheit hofft, dass Fanatismus, Hass und Vernichtungswahn endlich der Vergangenheit angehören. Es ist die totale Katastrophenstimmung, der totale Zusammenbruch und eigentlich finis germaniae. Also eigentlich ist auch die Haltung der Soldaten dann, also jetzt ist Schluss, jetzt haben wir einfach verloren, Niederlage auf der ganzen Front. Doch die Zeit der Grausamkeit, der Zerstörung und des Leids ist noch lange nicht vorüber. Zwischen August 1944 und dem Kriegsende im September 1945 wurden mehr Menschen getötet als in den 4 Jahren zuvor. Ein Jahr lang steht die Welt noch in Flammen, bis es den Alliierten gelingt, eine der furchtbarsten Epochen der Geschichte zu beenden. Der schwer erkämpfte Frieden bringt den Völkern Hoffnung. Doch der mörderische Konflikt hat die Weltordnung für immer verändert. März 1945, irgendwo in Belgien. US-Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower trifft zu einem Truppenbesuch ein. Mit dabei ist die Hollywood-Diva Marlene Dietrich, die seit ihrer Emigration aus Deutschland Hitler und die Nazis verabscheut. Jetzt hält sie GIs hinter der Front mit Gesangsdarbietungen bei Laune. Gedreht hat diese seltenen Aufnahmen Major Kirk B. Lawton, Eisenhowers Mann für die Bildberichterstattung im Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner stellen ihr großes Selbstbewusstsein mit einer Truppenparade zur Schau. Der Oberbefehlshaber ist zuversichtlich, dass der Vormarsch der Alliierten im Westen schon bald von Erfolg gekrönt sein wird. Hunderttausende GIs sind entschlossen, die Wehrmacht in die Knie zu zwingen. Während die Rote Armee im Osten weite Teile Schlesiens und Pommerns erobert hat, sind Amerikaner, Briten und Kanadier im Westen nur langsam vorangekommen. Seit Ende Februar kämpfen sich die US-Streitkräfte Richtung Köln vor. Die Briten stehen weiter nördlich bei Kleve schon fast am Rhein. Eine US-Wochenschau berichtet Anfang März 1945. Feldmarschall Montgomery sitzt in einem Stau fest. Er isst einen Bissen, während die Panzer vorrücken. Es ist der Beginn einer weiteren Offensive der Alliierten. Operation Veritable ist der erneute Versuch Montgomerys, mit 80.000 Soldaten den Weg zum Niederrhein freizukämpfen, den die Wehrmacht seit Monaten versperrt. Die Alliierten planen, bei Wesel einen Brückenkopf über den Rhein zu schlagen. Nach schweren Gefechten mit den Deutschen haben Montgomerys Truppen Ende Februar die Stadt Goch erobert, die bei den Kämpfen zerstört worden ist. Der Krieg hat Deutschland erreicht, so wie die Nazis es einst mit anderen Ländern machten. Die Deutschen lernen jetzt, was es heißt, einen Krieg zu beginnen. Weiter südlich rücken amerikanische Panzer am 4. März 1945 Richtung Köln vor. Als deutsche Geschütze das Feuer eröffnen, dreht US-Kameramann Walter Rosenblum unter Einsatz seines Lebens diese spektakulären Aufnahmen. Obwohl man den GIs erzählt hat, die Deutschen würden nur noch wenig Widerstand leisten, kommt es schon an der Stadtgrenze zu einem heftigen Gefecht. Doch dann ergeben sich die ersten Wehrmachtssoldaten der Übermacht. Die Kämpfe von der deutschen Westgrenze bis zum Rhein waren sehr schwer. Und die deutschen Truppen, die deutschen Westtruppen sind dabei eigentlich endgültig geschlagen worden. Und am Rhein kamen dann nur noch Reste. Über die Venloer Straße rückt die 3. US-Panzerdivision in den Kölner Vorort Bocklemünd ein. Der einfache Bürger Kölns hat von den alliierten Truppen nichts zu befürchten, heißt es in Flugblättern, die zuvor über der Stadt abgeworfen worden sind. Ludwig Wenzel erlebt im nahegelegenen Vogelsang die letzten Verteidigungsversuche deutscher Soldaten und Volkssturmmänner. Da kam eine deutsche Einheit mit einer Flak
Und die hat sich kurz hinter unserem Haus aufgestellt und haben Richtung Bockelmünd geschossen. Meine Mutter hatte wahrscheinlich etwas Angst. Wir sind nämlich danach in den Keller gegangen. Und eine halbe Stunde später wurde von den Amerikanern zurückgeschossen. Die Einheit, die ist nach den Schüssen sofort abgezogen. Da waren die weg. Und dann haben wir von deutschen Soldaten nichts mehr gesehen. Es hieß ja, die Leute, die vom Volkssturm sich abgesetzt haben, das sind Fahnenfüllstiefel, die können erschossen werden. Ja. Der Überlebenswille siegt bei diesen Lanzern über die Angst vor den Standgerichten der Nazis. Trotzdem bleiben die GIs vorsichtig. Überall können sich deutsche Heckenschützen versteckt halten. Die meisten Kölner sind längst weggebracht worden oder geflohen. Am 6. März 1945 ist auch für Ludwig Wenzel der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wir standen am Fenster und sahen gegenüber die ersten Soldaten. Die gingen dann in alle Häuser rein, wo keine weiße Fahne hing. Oder meistens waren Betttücher rausgehängt worden, schlugen die Türen ein. Eine Kölnerin erinnert sich später. Es war mehr Erleichterung als Angst. Erleichterung, dass nun bald alles vorüber sein würde. Die dauernden Bombardements und die endlosen, schlaflosen Nächte der letzten Wochen und Monate. Angst, weil die Nazi-Propaganda in der letzten Zeit laufend in Presse und Rundfunk von Gräueltaten berichtet hatte. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die Amis doch nicht solche Unmenschen waren, wie die Nazis behauptet hatten. In dem Moment, wo die Amerikaner kommen, ist zunächst mal der Krieg vorbei. Ich kann ausschlafen, ich kann wieder essen, ich kann aus dem Haus gehen, ohne befürchten zu müssen, dass ich von Tieffliegern oder von den eigenen Soldaten oder wie auch immer zu Tode komme. Ich kann wieder ein halbwegs normales Leben führen, Erleichterung. Und die Wahrnehmung der Amerikaner, Briten, gerade der beiden, war eben positiv. Endlich können die Menschen die Luftschutzkeller verlassen und in ihre Häuser zurückkehren. Seit Monaten haben sie keinen Tag ohne Angst hinter sich. Noch am 4. März hat ein hoher Funktionär der Nazis von Kampfkommandant General Köchling verlangt, Köln bis zum letzten Mann zu verteidigen. Der Volkssturm könne schließlich die amerikanischen Panzer auch mit Panzerfäusten aufhalten. In der Innenstadt erwartet die Amerikaner nur eine schwache Verteidigung aus zwei deutschen Regimentern. Wer ins Visier der GIs gerät, wird sofort beschossen. Vorsichtig nähern sich am frühen Nachmittag des 6. März 1945 US-Panzer dem Domplatz und schießen sich den Weg frei. Dann stellt sich plötzlich ein deutscher Panther den Amerikanern zu einem letzten Gefecht entgegen. Der amerikanische Kameramann hat sich in Position gebracht und dokumentiert, wie der deutsche Panzer ausgeschaltet wird. Jetzt leistet die Wehrmacht keinen nennenswerten Widerstand mehr. GIs setzen sich für die Kamera in Szene. Die Durchhalteparolen der Nazi-Propaganda dienen nur noch als Kulisse für Filmaufnahmen in der längst eroberten Stadt. Seit 17 Uhr Ortszeit ist der Krieg an diesem 6. März 1945 in Köln vorüber. Das Oberkommando der Wehrmacht widmet den Ereignissen am nächsten Tag nur eine kurze Meldung. Der Trümmerhaufen Köln wurde dem Feinde überlassen. Mit der Einnahme von Köln haben die Amerikaner ein wichtiges Ziel erreicht. Vor ihnen liegen aber noch viele große Städte und kleine Dörfer, die es zu erobern gilt, um Adolf Hitler und sein Drittes Reich zu besiegen. Wo die Truppen auch hinkommen? Zunächst werden alle Häuser nach Waffen durchsucht. Bilder aus Mechernich in der Eifel.
dann sieht man eben, wie schnell das geht. Also die einen, die noch gesagt haben, wir müssen aushalten, am nächsten Tag sind die Amerikaner im Dorf und arrangieren sich sofort. Und man sieht, wie schnell Menschen den Referenzrahmen umlegen können, den Schalter. Klack, klack macht das sozusagen da. Und dann sehr schnell ja auch westlich des Rheins sich ein Leben normalisiert. Propagandaminister Goebbels schreibt am 7. März in sein Tagebuch: Es scheint mir jetzt an der Zeit zu sein, dass man sich über die zu treffenden, einschneidenden Maßnahmen auf allen Gebieten klar wird. Sehr viel Zeit haben wir nicht mehr zu verlieren. Die Wehrmacht beginnt sich aufzulösen. Man ist ja dann ziemlich apathisch. Uns war das zum Schluss schon egal. Wir waren irgendwie lethargisch und wir dachten, na ja, der Krieg geht zu Ende, aber man wusste ja nicht, dass er so enden würde, dass es eine totale Niederlage sein würde. Man dachte immer noch, irgendwie muss da noch was zu machen sein. Wir waren eben verbohrt gewesen in gewisser Weise, aber große Hoffnungen hatten wir auch nicht gehabt. Über die Politiker und über die Politik haben wir gar nicht mehr gesprochen. Da nichts, also da muss ich sagen, da war gar nichts. Wir waren auf uns selbst bedacht, wir wollten überleben. Ich habe das übrigens erlebt, als wir jetzt auf dem rechten Rheinufer waren. Da flogen noch Stukas Richtung Rehmagen und die haben versucht, die Brücke von Rehmagen zu bombardieren, was denen ja nicht gelungen ist. Die Überreste der Brücke von Rehmagen sind vor allem für viele amerikanische Veteranen ein Symbol des ersten großen Sieges auf deutschem Boden. Die Eisenbahnbrücke über den Rhein wurde während des Ersten Weltkrieges errichtet und nach General Erich Ludendorff benannt. Der Strom ist Anfang März 1945 die letzte strategische Barriere im Westen. Vergeblich haben die Deutschen versucht, die Brücke zu zerstören, um ein Übersetzen der Alliierten zu verhindern. Am 9. März stellt ein US-Kamerateam die Eroberung nach, die schon vor 2 Tagen erfolgt ist. Binnen 24 Stunden sind 8000 GIs auf die rechte Seite des Rheins gelangt. Hitler ist außer sich vor Wut und lässt 4 verantwortliche Offiziere zum Tode verurteilen und hinrichten. Ein endloser Konvoi von Militärfahrzeugen staut sich in den engen Straßen von Rehmagen. Weil die Ludendorff-Brücke als zunehmend instabil gilt, soll schweres Gerät über eine Pontonbrücke auf die andere Seite des Rheins gebracht werden. Innerhalb eines Tages wird der 250 Meter lange Übergang von Pionieren gebaut. Es ist die bis dahin längste schwimmende Konstruktion dieser Art, die unter feindlichem Feuer entsteht. Die Brücke von Rehmagen ist jetzt das bevorzugte Ziel deutscher Luftangriffe. Sogar eine V-2-Rakete wird abgefeuert. Wenige Treffer gelingen und verzögern nur den Bau des Pontons. Die Ludendorff-Brücke selbst bleibt intakt. Filmaufnahmen des Konzentrationslagers Bergen-Belsen nach der Befreiung durch britische Truppen. In dem Lagerkomplex herrscht Anfang März 1945 das Chaos. Etwa 10.000 Menschen sind hier eingepfercht, unter unmenschlichen Bedingungen. Täglich sterben viele Häftlinge an Hunger, Krankheit oder vor Erschöpfung. Anne Frank ist bereits seit 4 Monaten in Bergen-Belsen. Sie weiß nicht, dass ihre Mutter in Auschwitz gestorben ist und der Vater dort von der Roten Armee befreit wurde. Genauso wie ihre ältere Schwester ist sie an Typhus erkrankt. Schließlich erliegt Margot Frank dem Leiden. Anne hat niemanden mehr. Ich bin sicher, dass es extrem schwierig war für Anne, allein zu sein. Zudem war sie ja sehr krank. Sie hat ja kaum mehr etwas zu essen gehabt, kaum mehr etwas essen können in ihrem Zustand. Also das war sicher eine enorme psychische Belastung, dieses Gefühl, ich bin jetzt völlig alleine. Und woran soll ich mich eigentlich noch aufrichten? Ohne Hoffnung auf ein Entkommen aus dieser Hölle stirbt wenig später auch Anne Frank. Das genaue Datum ist nicht bekannt. Sie wird nur 15 Jahre alt. Der Körper war von den Krankheiten so geschwächt, dass es keine Frage des Lebenswillens allein mehr war.
Und dass man Anne nicht gar vorwerfen kann, hättest du dich doch bloß noch aufgeregt. Es war einfach, die Situation war nicht danach. Und insofern ist es vielleicht ein bisschen zu pathetisch zu sagen, hätte sie gewusst, dass ihr Vater noch lebt, dann hätte sie sich auch noch diesen Monat darüber gerettet. Das war nicht in ihrer Macht. In ihr Tagebuch hatte Anne einst geschrieben: Wenn Gott mich leben lässt, werde ich nicht unbedeutend bleiben. Ich werde in der Welt und für die Menschen arbeiten. Auf der anderen Seite des Globus kommt der Krieg gegen Hitlers Verbündete in Tokio nur langsam voran. Amerikanische GIs kämpfen weiter auf der Insel Iwo Jima. Seit Wochen plant die US Air Force einen Luftschlag gegen die Hauptstadt des Kaiserreichs Japan. Am 9. März 1945 werden auf der Insel Saipan amerikanische Superfestungen vom Typ B-29 mit Bomben beladen. Der Befehlshaber der Mission, Generalmajor Curtis E. LeMay, hat zuvor eine folgenschwere Entscheidung gefällt. Die japanische Hauptstadt soll diesmal nicht nur mit Sprengbomben angegriffen werden, sondern vor allem mit Brandbomben. Angriffe auf strategisch wichtige Punkte waren bislang wirkungslos geblieben. Diesmal werden auch Wohngebiete ins Visier genommen. LeMay ist entschlossen, mit seiner riesigen Luftflotte Tokio und seine Bewohner mit Feuer zu vernichten. Operation Meeting House 2, so der Codename der Aktion, ist ein taktisches Meisterstück. Von drei Inselflugplätzen im Pazifik aus starten am Nachmittag des 9. März 346 Maschinen. Jede ist mit 40 sogenannten Clusterbomben beladen, die jeweils 1500 Napalmbomben enthalten. Die GIs nennen sie Tokyo Calling Cards, Telefonkarten für Tokio. 2300 Kilometer müssen die Bomberstaffeln zurücklegen. Der Treibstoff reicht gerade so für den Flug hin und zurück. 280 Flugzeuge erreichen schließlich das japanische Festland. Der heilige Berg Fujiyama weist ihnen den Weg zum Zielgebiet, in dem zu diesem Zeitpunkt etwa 1,2 Millionen Menschen leben. Originalaufnahmen des nächtlichen Großangriffs sind nicht bekannt. Später gedrehte Szenen zeigen, wie die Superfestungen ihre tödliche Last abwerfen. Die japanischen Häuser aus Holz und Papier gehen sofort in Flammen auf. Starke Westwinde entfachen binnen kurzem einen Feuersturm. Bis zu 100.000 Menschen sollen bei dem Bombenangriff ums Leben gekommen sein. Über 40 Quadratkilometer der Stadt sind zerstört. Nur die wenigen Häuser aus Beton sind stehen geblieben. Der Bombenangriff auf Tokio ist bis heute der verheerendste Luftschlag der Geschichte. Die Verluste auf amerikanischer Seite sind verschwindend gering. Lediglich 8 US-Maschinen wurden über Tokio abgeschossen. Wer den langen Rückflug nach Saipan nicht schafft, kann inzwischen auf halber Strecke notlanden. Auf der japanischen Insel Iwo Jima gibt es noch Kämpfe, doch die amerikanische Militärbasis ist für solche Notfälle einsatzbereit. Die Landebahn ist noch nicht ganz fertig und so kommt es immer wieder zu Unfällen. Ein US-Dokumentarfilm von 1945 enthält diese Szenen einer Bruchlandung. Täglich bringt die US Air Force Nachschub auf die Insel. Seit Mitte Februar 1945 tobt auf Iwo Jima eine blutige Schlacht. Die Reste der japanischen Verteidiger haben sich an der Nordspitze verschanzt und weigern sich zu kapitulieren. Bloody Gorge, blutige Schlucht, nennen die GIs das unwegsame Gelände am Kap Kitaro. Mit massivem Einsatz von Artillerie und Minen versuchen die US-Truppen, 500 Japaner aus ihren Höhlenfestungen zu vertreiben.
Der ungleiche Kampf dauert 10 Tage. Erst am 16. März 1945 ist Iwo Jima ganz in amerikanischer Hand. Doch nur wenige Kämpfer des Kaisers entschließen sich, lebend in Kriegsgefangenschaft zu gehen. Um die Soldaten zum Aufgeben zu zwingen, haben die Amerikaner die Eingänge zu dem unterirdischen Höhlensystem kurzerhand zugemauert. Iwo Jima war ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse. Da konnten sich die japanischen Soldaten recht gut verstecken und eben auch noch recht wirksam verteidigen. Sie konnten aber auch sich gar nicht zurückziehen. Dahinter war nur noch das Meer. Auf Iwo Jima gab es eigentlich nur noch den Tod. Auch nachdem die Insel am 26. März für sicher erklärt wird, gibt es immer wieder Scharmützel mit japanischen Soldaten, die sich weiterhin versteckt halten. In den kommenden Wochen werden noch über 2000 von ihnen getötet oder gefangen genommen. Dabei setzen die GIs immer wieder auch Flammenwerfer ein. Mit dieser Technik waren sie schon zuvor im Pazifikkrieg erfolgreich. Insgesamt sterben über 20.000 japanische Kämpfer auf Iwo Jima. Nur 200 bleiben am Leben. Sie dürfen ihre Toten bestatten. Die Gefangenen berichten von der standhaften Weigerung ihrer Offiziere, sich zu ergeben. Die Leiche des fanatischen Kommandanten Tadamichi Kuribayashi wird nie gefunden. Die Marines bezahlen für die Eroberung Iwo Jimas einen hohen Preis. 26.000 tote und verwundete GIs zählt die Statistik. Der Blutzoll war sinnlos, denn die Insel erweist sich als nicht geeignet für Einsätze von Bomberstaffeln. Sie ist zu klein und zu weit entfernt vom amerikanischen Versorgungssystem. In Deutschland geht es zur gleichen Zeit nur noch darum, wann Hitlers Herrschaft endgültig zusammenbricht. Während Briten und Amerikaner am Rhein stehen, belagert die Rote Armee die Städte Königsberg, Danzig und Breslau. Die Nazi-Wochenschau verbreitet weiterhin Durchhalteparolen. Der ununterbrochene Ansturm des bolschewistischen Gegners auf die Festung Breslau scheitert immer wieder an dem eisernen Abwehrwillen ihrer Verteidiger. Der Führer Niederschlesiens, Gauleiter Hanke, der die Besatzung und die Bevölkerung Breslaus mit einem fanatischen Widerstandsgeist beseelt hat. Männer und Frauen greifen mit zu, um die Stadt ständig verteidigungsbereit zu halten. Am 20. Januar hatte der ehemalige Mitarbeiter von Josef Goebbels, Karl Hanke, die Bevölkerung aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Nur ein erschöpfter Haufen von Volkssturm und Wehrmacht soll nach dem Willen des Gauleiters die eingeschlossene Stadt verteidigen. In Breslau halten sich zudem noch etwa 200.000 Zivilisten auf, die sich geweigert hatten, das Risiko der Flucht einzugehen. Ähnliche Szenen zeigt die Nazi-Propaganda aus der Festung Königsberg. Gauleiter Erich Koch zwingt in der Hauptstadt Ostpreußens die Männer zum Weiterkämpfen. Hitler war besessen davon, jene Städte, die bis zum Ende verteidigt werden sollten, zu Festungen zu erklären. Sogar Stalingrad war eigentlich schon eine Festung gewesen. Man nannte sie die Festung ohne Dach. General Studen sagte einmal, es sei so, als ob ein katholischer Priester ein Huhn taufen und es dann zum Karpfen erklären würde. Es war reines Wunschdenken. Und so gingen eine Menge Truppen verloren, die nicht mehr woanders eingesetzt werden konnten. Die Nazi-Wochenschau schürt die Furcht der Deutschen vor den sowjetischen Soldaten mit solchen Berichten. Trotz schwerster Belastungen durch einen heimtückischen Bombenterror erfüllt das deutsche Volk pausenlos weiter seine Pflicht. Laufend rollt der Nachschub in die Kampfabschnitte der Ostfront, wo den deutschen Soldaten ein Gegner anrennt, der in den deutschen Städten und Dörfern mit einer Bestialität haust, die in der Geschichte der Menschheit kaum ein Beispiel findet. Wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in Ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden.
Sie haben alle Frauen vergewaltigt von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Bei dem Phänomen der Massenvergewaltigungen muss man die Hintergründe verstehen. Und die bestehen aus verschiedenen Elementen. Eines davon war natürlich Rache. Aber so einfach war es nicht. Die sowjetischen Soldaten sind im Laufe des Krieges so gedemütigt worden, von ihren eigenen Offizieren, vor allem von den politischen Offizieren. Das löste eine Kettenreaktion der Unterdrückung aus. Die Soldaten unterdrückten die nächst Schwächeren. Und leider liegt es auf der Hand, dass das die deutschen Frauen waren. Der Propagandaminister reist selbst in die bedrohten Gebiete, um die Volksgenossen mit seinem Fanatismus anzustecken. Im März 1945 zelebriert er in Görlitz ein letztes Mal seine perfide Rhetorik. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Ich fühle mich ganz glücklich und losgelöst und bin froh, endlich einmal aus der Berliner Atmosphäre entwischt zu sein, schreibt er nach der Rede in sein Tagebuch. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Goebbels wird nicht müde, auch den Wehrmachtssoldaten die Folgen einer Niederlage vorzuhalten. Die Vernichtung Deutschlands und die Eroberung durch die Rote Armee mit all ihren schrecklichen Begleiterscheinungen. Um die Kampfmoral zu stärken, hat er inzwischen eines seiner Lieblingsprojekte in die Kinos gebracht. Kolberg spielt im Jahr 1806, als die Truppen Napoleons die Stadt an der Ostsee belagern. Mit knapp 9 Millionen Reichsmark Produktionskosten ist Kolberg der teuerste Spielfilm aus Goebbelscher Produktion. Kolberger! Russen! Deutsche! Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Wie im Film sollen die Deutschen jetzt auch der Belagerung durch die Feinde standhalten. Der Film Kolberg, der mit einer überwältigenden Menge an Soldaten und allem, was dazugehörte, produziert wurde, und das zu einer Zeit, in der Deutschland ums Überleben kämpfte, macht deutlich, dass das Nazi-Regime eher in seiner eigenen Fantasie lebte, als in der Wirklichkeit. Mitte März 1945, als polnische Truppen sich anschicken, die Stadt Kolberg zu erobern, hat sich der Spielfilm als Misserfolg entpuppt. Während die Vorstellungen des Märchenfilms Münchhausen in Berlin ausverkauft sind, verirren sich nur wenige Zuschauer in das Propaganda-Epos Kolberg. Als Kolberg schließlich am 18. März kapituliert, wird das auf Geheiß des Propagandaministers nicht publik gemacht. Für den Fall einer Niederlage hat Hitler längst eine zynische Erklärung gefunden. Wenn es jetzt scheitere, habe das deutsche Volk einfach nicht den inneren Wert besessen, den man ihm zugemessen habe, erklärt er Ende Februar vor einer Versammlung von Gauleitern. Er könne dann nichts mehr für dieses Volk empfinden. Dessen Weiterleben sei weniger wichtig als die Weigerung zu kapitulieren. Bevor die Wehrmacht zurückweiche, müssten also alle lebenswichtigen Anlagen wie Fabriken und Verkehrswege zerstört werden. Nichts als verbrannte Erde soll dem Feind in die Hände fallen. Später werden diese Befehle in Anlehnung an den römischen Kaiser, der Rom niederbrennen ließ,
Nero-Befehle genannt. In dem Ausdruck Nero-Befehl, also der Politik der verbrannten Erde, die Hitler auf seine apokalyptische Art befahl, als die Niederlage nahte, steckt zweifellos ein wenig Wahrheit. Alle Brücken in Berlin zu sprengen, über die die Stromleitungen, die Abwasserkanäle und die Wasserversorgung der Stadt liefen, wäre für die Zivilbevölkerung katastrophal gewesen. Ich glaube, dass die meisten aus Hitlers Clique zu diesem Zeitpunkt realisiert hatten, wie grotesk seine Fantasien tatsächlich waren. Am 20. März 1945, am Tag nach der Unterzeichnung des Befehls zu Zerstörungsmaßnahmen im Reichsgebiet, empfängt der Diktator im Garten der Reichskanzlei Hitlerjungen, die sich beim Kampf gegen die Rote Armee hervorgetan haben. Es ist sein letzter Auftritt. Ich war bei unserem ersten Angriff auf Befehl des Bandführers als Melder eingesetzt. Ich musste eine sehr wichtige Meldung zu den Sturmgeschützen zurückbringen und diese heranziehen. Diese kamen dann auch nach und so ermöglichten sie uns das Eindringen in das vom Feind besetzte Dorf und so hoben wir die Bereitstellung auf. Als der Russe näher an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste in Verklärung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder kaum unter feindlichem Beschuss in die HKL geschafft. Panzerfaustschießen in einer deutschen Stadt. Hier kann jeder Deutsche die Handhabung dieses vom Feind gefürchteten Panzernahbekämpfungsmittels kennenlernen. Es ist genauso einfach, wie es aussieht. Wer sich nicht bis zum letzten Blutstropfen aufopfert, behauptet die Nazi-Propaganda, der sei schuld an der Niederlage und müsse die Konsequenzen tragen. In diesen Tagen schreibt ein junger Soldat an seine Familie: Wenn wir hinaushören, sehen wir die Zerstörung Deutschlands von Tag zu Tag fortschreiten. Wir müssen uns härter machen denn je gegenüber solcher Wirklichkeit. Und wenn wir nicht mehr können, in der allgemeinen Auflösung uns mit der immer möglichen Bedrohung der eigenen Existenz zugleich abfinden und trösten. Dieser Krieg wird sein Ende, soweit es sich voraussehen lässt, nicht mit einem Waffenstillstand finden, sondern erst zu Ende kommen, wenn der Widerstand der letzten Division im letzten Winkel des Reiches gebrochen wird. Rüstungsminister Albert Speer wendet sich gegen die von Hitler angeordneten Zerstörungen. Josef Goebbels berichtet in seinem Tagebuch, Speer habe ihm erklärt, dass, wenn dem deutschen Volke der Lebensfaden in der Ernährung und in der Wirtschaft abgeschnitten werden solle, das nicht unsere Aufgabe sein könnte, sondern Aufgabe unserer Feinde sein müsse. Die Nero-Befehle Hitlers werden weitgehend ignoriert. Noch markiert der Rhein im Westen die Frontlinie. Auch wenn die Amerikaner bei Remagen den Fluss bereits überschritten haben, dank der unzerstörten Ludendorffbrücke. Ein paar Tage lang war sie schon wegen Einsturzgefahr gesperrt, als sie am 17. März 1945 um kurz nach 15 Uhr zusammenstürzt. US-Kameramann Evans ist bereits kurz nach dem Unglück vor Ort, um die Rettungsarbeiten zu dokumentieren. Für 25 US-Soldaten kommt jede Hilfe zu spät. Drei weitere erliegen später ihren Verletzungen. 18 Tote werden nie gefunden. Ein GI wird stromabwärts lebend entdeckt und aus dem kalten Wasser geborgen. Rasch wird Remagen zur Touristenattraktion für alliierte Berichterstatter. Ende März 1945 kommt auch Hollywood-Regisseur George Stevens an den Rhein, um die inzwischen weltbekannte Brückenruine zu filmen. Inzwischen ist Stevens der einzige Star-Regisseur aus Hollywood, der noch an vorderster Front die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs dokumentiert. US-Oberbefehlshaber Eisenhower hat ihn persönlich damit beauftragt. Auch Kirk Lawton, Eisenhowers Mann für die Bildberichterstattung aus dem Krieg gegen Nazi-Deutschland, wagt sich in die von Briten und Amerikanern besetzten Gebiete am Rhein
und dreht dort diese Szene. Britische Soldaten beim Vormarsch ins Landesinnere. Am 23. und 24. März 1945 haben alliierte Einheiten an zwei Stellen den Rhein überquert und Brückenköpfe gebildet. Auf schwimmenden Pontons wird der Nachschub an Soldaten und Material über den Fluss gebracht. Lawton lässt sich von den Royal Signals ans andere Rheinufer bringen, einer britischen Einheit, die hinter der Front eingesetzt wird, um Infrastrukturen aufzubauen und Telefonverbindungen einzurichten. Minensucher sind am Ufer im Einsatz, um tödliche Sprengfallen der Deutschen unschädlich zu machen. Auch hier haben sich viele der Verteidiger der Übermacht ergeben. Jetzt sind auch die westlichen Alliierten in der Lage, Hitlers Herrschaft zu beenden. Interessanterweise hatte das besonders große Auswirkungen auf Stalin. Er realisierte, dass die Amerikaner, als sie in Remagen und dann an den anderen Brückenköpfen den Rhein überquert hatten, Berlin noch vor ihm erreichen konnten. Und er hatte nicht die Absicht, den Amerikanern zu erlauben, Berlin zuerst einzunehmen. Aus Propaganda und auch aus Prestigegründen musste Berlin die Höhle der faschistischen Bestie von der Roten Armee genommen werden. Knapp 90 Kilometer von der Hauptstadt entfernt hat die Rote Armee Ende Januar 1945 bei Küstrin ihren ersten Brückenkopf jenseits der Oder errichtet. Genau hier, in der Nähe des kleinen Dorfes Kienitz, verlief damals die Frontlinie. Um Berlin angreifen zu können, müssen jedoch zunächst die notwendigen Nachschublieferungen mit Versorgungsgütern und Waffen herbeigeschafft werden. Ende März 1945 ruft Stalin die Marschälle Schukow und Konjew mit ihren Stäben nach Moskau, um den Operationsplan für die Eroberung Berlins zu erarbeiten. Währenddessen sind die Einheiten von Marschall Rokossowski noch damit beschäftigt, das Küstengebiet der Ostsee von deutschen Truppen zu säubern. Vor allem eine Stadt steht im Mittelpunkt des Interesses, in der einst der Zweite Weltkrieg begann. Bis zum 22. März 1945 hatten Wehrmachtsverbände und deutsche Schlachtschiffe die Rote Armee von Danzig fernhalten können. Jetzt feuert die sowjetische Artillerie aus allen Rohren auf die Stadt. Die an der Belagerung beteiligten polnischen Soldaten sind entschlossen, Danzig endgültig wieder unter die Flagge Polens zu bringen. Die Stadt ist längst zu einem Inferno aus Feuer und Rauch geworden. Etwa 1,5 Millionen Menschen haben sich hierher geflüchtet, um über die Häfen der Ostsee nach Westen zu gelangen. Als die sowjetischen Truppen einrücken, kommt es zu apokalyptischen Szenen. Vergewaltigungen und Mord sind an der Tagesordnung. Sogar die Politabteilung der Roten Armee zeigt sich besorgt. Unter unseren Truppen kommt es zu abstoßenden und politisch schädlichen Erscheinungen, da unter Losungen von Vergeltung manche Offiziere und Soldaten Untaten begehen und plündern, anstatt ehrlich und selbstlos ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland zu erfüllen. Am 28. März 1945 erobert die Rote Armee schließlich auch die Innenstadt von Danzig. Die letzten Verteidiger geben auf. Genau hier hatte am 1. September 1939 das Schlachtschiff Schleswig-Holstein die Westerplatte beschossen. Fast 5,5 Jahre hat es gedauert, die Angreifer von damals in die Knie zu zwingen. Die Reste der geschlagenen Wehrmachtsverbände flüchten auf die Halbinsel Hela, westlich von Danzig. Ein Kameramann der Propagandakompanie von Josef Goebbels dreht dort Ende März 1945 diese Szenen. Die Aufnahmen werden nicht mehr für die Nazi-Wochenschau bearbeitet, denn das Ministerium in Berlin hat die Produktion inzwischen eingestellt.
Hela ist das letzte verbliebene Schlupfloch aus der Umklammerung der Roten Armee. In den folgenden Wochen werden insgesamt etwa 600.000 Soldaten und Zivilisten von hier aus mit Schiffen in den Westen gebracht. Binnen weniger Wochen haben die sowjetischen Truppen fast den gesamten Osten Nazi-Deutschlands erobert. Lediglich die Festungen Breslau und Königsberg halten dem Ansturm noch statt. Im Westen haben Briten, Kanadier und Amerikaner den Rhein überquert. Doch in den besetzten Gebieten westlich des Rheins ist die Lage noch nicht vollständig unter Kontrolle. In Aachen haben die Amerikaner Ende Oktober 1944 den unbelasteten Juristen Franz Oppenhoff als Oberbürgermeister eingesetzt, um die Zivilverwaltung in ihrem Sinne zu organisieren. Am 25. März 1945 wird er von einem Mordkommando der SS vor seinem Haus erschossen. Das entzürnt die NS-Oberen und deswegen geben sie auch den Auftrag, dann den Oberbürgermeister von Aachen zu exekutieren, weil das kann ja wohl nicht sein, dass die Deutschen sich schon völlig arrangieren mit dieser Besatzung und eben nicht da Partisanenkrieg führen und nicht sich sagen auflehnen gegen diese Fremdherrschaft. Hellsichtig hatte Oppenhoff kurz zuvor in einem Interview erklärt: Sie haben geschworen, mich umzubringen. Und ich fürchte, dass Sie das auch tun werden. In den meisten eroberten Städten im Westen Deutschlands kann zunächst von der Rückkehr zu einem halbwegs normalen Leben keine Rede sein. Die Stadt Wesel am Niederrhein war noch im Februar 1945 von britischen Bombern in Schutt und Asche gelegt worden. Luftaufnahmen dokumentieren den Zerstörungsgrad von 97%. Weiter südlich setzen die Amerikaner jenseits des Rheins ihren Vormarsch fort. Richtung Frankfurt am Main. Ein deutscher Unteroffizier notiert in diesen Tagen Ende März: Wir haben den Eindruck, jetzt am Beginn der Entscheidungsschlacht zu stehen. An drei voneinander zunächst unabhängigen Abschnitten hat der Gegner den Strom überquert. Ein am 22. des Monats vor gesamter angetretener Batterie verlesener Führerbefehl droht jedem Strafe an, der unverwundet oder nicht nachweislich bis zum letzten kämpfend in feindliche Gefangenschaft fällt. Abgesehen davon, dass er die Ehre verliere, würden seinen Angehörigen sämtliche geltliche Unterstützung und so weiter entzogen. Die Familie werde für ihn haftbar gemacht. Kenntnisnahme des Befehls musste durch Unterschrift bestätigt werden. Nach angloamerikanischen Angaben beträgt die Anzahl derjenigen, die bis heute den Widerstand im Westen einstellten, bereits über 1 Million. Heute läuft hier das Gerücht, dass vom morgigen Tag ab das Verlassen der Kaserne verboten sei. Gefangene des Führers, die Stimmung wächst. Am 26. März 1945 erreichen US-Soldaten die Innenstadt von Frankfurt am Main. Die Wilhelmbrücke ist durch eine mangelhafte Sprengung nur teilweise beschädigt und so errichten die GIs auf der Nordseite einen Brückenkopf. In der Stadt schreibt eine junge Frau damals in ihr Tagebuch: So sitzen wir hier und warten auf die Amerikaner und ich habe zum ersten Mal wieder Zeit, mir Gedanken über die Weltgeschichte zu machen, die so oft von machthungrigen Narren gestaltet wird. Wenn es nicht Menschenleben kostete und daher tragisch ist, wäre es komisch.